Sterne an mit Buttons drauf. Was soll das? Das sind die Fragenhelden, der Teddy vom anderen Planeten, okay, der im Grunde genommen das Bücherregal für die Kinder mitbringt, für unterwegs. Wie soll das funktionieren? Das heißt, wir können sofort eine kleine Geschichte erzählen. Vom Mond, da lebte ein Hund, mhm, und der wohnte in einem Haus. Das heißt also, wir haben 5 Buttons vorne, 5 hinten, wir können sie unterschiedlich anordnen, Sonne, ohne Auto, Nadel, Knochen, mit, okay, Clip, mhm, ja, ja, regt die Fantasie an und das freie Sprechen. Egal, ob zum Schlafen gehen, ob es langweilig ist im Auto. Die Kinder haben Spaß dabei und es ist was für die ganze Familie. Und was ist, wenn ich jetzt quasi meinen Stern auserzählt habe, meinen Fragenhelden mit den 10 Buttons? Ja, dann haben wir hier ganz unterschiedliche Themenpakete. Wir haben, okay, viele Geschichten in 14 unterschiedlichen Sprachen, mhm, die Kindern dabei helfen sollen, in unterschiedlichen Altersstufen, ja, entweder Hausaufgaben zu machen, Freunde zu finden, sich damit zu beschäftigen, was sie in ihrer Freizeit oder Ferien machen wollen. Also es bringt mich ins kreative Denken rein. Ins kreative Denken. Und vor allen Dingen ist es was für die ganze Familie. Jeder kann dabei mitmachen, klein oder groß. Mhm. Wer ist denn die Kernzielgruppe, sage ich mal? Also Dreijährige werden das noch nicht schaffen, weil sie noch nicht lesen können. Nein, 3 bis 12. Und bei den Buttons ist es so, ich sage, geh ins Bett, mach deine Buttons rauf und entweder du fängst an, eine Geschichte zu erzählen oder ich erzähle eine Geschichte. Das ist wie ein Märchenbuch. Rotkäppchen lese ich vor und das Kind stellt sich etwas vor dabei. Hier kann das Kind aber aktiv mitwirken, eine Geschichte zu erzählen. Das finde ich eine ganz tolle Sache und wissen Sie, was mir am besten daran gefällt? Na? Das ist herrlich analog. Das ist ganz analog und vor allen Dingen, wir haben hier die ganzen Buttons, die man auch selber bemalen kann und wieder abwaschen kann. Prima, vielen Dank. Gerne, bis dahin.